Angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte ist es aktuell nicht verwunderlich, wenn für viele aus der Weihnachtsstimmung etwas die Luft raus ist. Ganz anders bei Familie Gruber in Berg-Richtheim. Die dachten sich jetzt erst recht. Das letzte habe ich das erste Mal gemacht und heute das zweite Mal dann. Weil wir einfach denken, das ist eh eine komische Zeit jetzt. Und wenn mal die Kinder, die eh die Leidtragenden sind, dass man denen ein bisschen was Herzlichkeit, Freundlichkeit, einfach wieder was zum Singen gibt, dass sie halt ein bisschen fröhlicher sind. Weil Kinder lachen, es gibt nichts Schönes wie Kinder lachen. Und dabei lassen es die Grubers richtig krachen. Über 12.000 Lichter wurden in ihrem Garten verbaut. Und das ist erst der Anfang. Also wir haben jetzt alles vorbereitet, also aufblasbare Figuren haben wir. Viele Lichter, mehr als letztes Jahr. Ja, heuer eine Feuerschale das erste Mal. Und Musik lassen wir laufen hinten dann. Also dann, es werde Licht. Also so extrem ist es nicht in Amerika, dass es so grell ist. Wir sind eher ein bisschen, zwar schon ein bisschen pompös, aber ein bisschen ruhiger. Das Ganze sieht nicht nur schön aus, sondern dient auch einem guten Zweck. Als Mitarbeiterin im Gesundheitssektor weiß Andrea Gruber, wie schwer es die Kolleginnen auf den Stationen aktuell haben. Deshalb geht der Erlös der Spendenaktion hier an die Kinderstation im Klinikum Nürnberg. Viele sind was vorbeigefahren und haben nichts gespendet, aber es ist freiwillig. Jeder Cent zählt. Beleuchtet ist das Haus in der Richtheimer Hauptstraße 21 jeden Abend von 17 bis 20 Uhr. Und wer am Wochenende vorbeikommt, kann auch eine Packung selbstgebackener Plätzchen mitnehmen. So ist die Weihnachtsstimmung also dann doch nicht für die Katz.